Ja, hallo meine Lieben. Ich möchte euch heute ein Klassiker wieder aus den 90ern präsentieren. Gab es wohl als Film, also als Spiel, und das ist der interaktive Film sozusagen. Worum geht's? Ich lese einfach mal vor. Die Versuchung Tanner Loving Care, sein faszinierender Psychothriller über Lust, Betrug und Verführung. Dieser Meilenstein der Geschichte der Film- und Unterhaltungssoftwareindustrie erscheint als Film und der interaktive CD-ROM. Also es ist die interaktive CD-ROM. Beide Versionen sind ein Projekt entstanden unter Mitwirkung derselben Schauspieler und desselben Creative Teams. Die Versuchung, Tanner Loving Care, ist ein Movie-Adventure über ein junges Paar, das unter Nachwirkungen einer schrecklichen Tragödie leidet. Also die Tochter ist beim Autounfall verstorben. Und über eine mysteriöse Krankenschwester, die in ihr Leben tritt. Also sie wird gerufen, um sich um die Tochter zu kümmern, und bald um die Frau, die das nicht verkraftet hat. Genau. Der für den Academy Award nominierte Schauspieler John Hurt führt sie durch eine Geschichte voller Verlangen, Intrigen und Leidenschaft. Hören Sie, wie die Charaktere ihre dunkelsten Geheimnisse enthüllen. Sehen Sie, was sich hinter geschlossenen Türen abspielt. Sie, der Betrachter, sind allein dafür verantwortlich, wie sich dieses bahnbrechende cineastische Erlebnis entwickeln wird. Ihre Antwort lassen die Geschichte in einem ultimativen, schockierenden Finale gipfeln. Entdecken Sie die Wahrheit hinter allem. Entdecken Sie verborgenes Ich. Kam für Windows 95 raus, war auf CD-ROM, mehrere CD-ROMs da, muss ich ja noch wechseln. Man hat praktisch immer so Filmszenen und der Psychologe oder Psychiater bittet halt um Mithilfe. Man muss die Multiple-Choice-Fragen einschätzen, wie man das Gesehene verarbeitet. Man kann auch andere psychologische Tests durchführen, im Haus rumlaufen und so weiter. Und je nachdem, wie man diese Tests beantwortet, beeinflusst man auch das Spiel und am Ende bekommt man selber ein psychologisches Gutachten. Das ist halt schon geil. Also ist jetzt ein oberflächliches psychologisches Gutachten, aber es ist schon cool, was es einem dann über die Psyche sagt und über sein Verlangen, über sein also, also es ist ja schon sehr erotisch und sehr thrillig und es ist echt genial. Meine Frage ist natürlich, ob ihr es auch kennt, wenn ja, schreibt es gerne im Kommentarfeld, ob ihr es auch toll fandet und ob ihr weiter so Erotik-Thriller-Spiele kennt. Genau, ihr lernt ja immer das Paar kennen, halt mal kurz meine Klappe, es fällt mir schwer, aber ich versuch's. Zeit fürs Frühstück. Hast du Jody auch Frühstück gemacht? Also die ist, da fahren wir schnell, die ist tot, aber sie lässt halt so wie immer diesen Zustand aufrecht. Ja, da hast du recht. Um sie nicht zu schockieren, dass sie nicht in Schock verfällt. Du hast ja wieder was Neues angefangen. Was soll es denn diesmal werden? Das wird was Schönes für Jody. Dachte ich mir. Ist ihre Lieblingsfarbe. Ja, genau. Allison, was hältst du jetzt von der Krankenschwester? Der Schwester für Jody? Ja. Michael, ich habe dir gesagt, dass ich es allein schaffe, mich um Jody zu kümmern. Ja, ich weiß, aber Dr. Turner sagt, es wäre das Beste, Michael, wenn du... bitte. Das ist der Psychologe? Er denkt, es wäre das oder Beste Psychiater? Für Jody. Das ist doch das, was wir beide wollen, oder nicht? Das Beste für Jody. Allison, so ist es doch. Ja. Gut. Diese Schwester kommt schon heute. Schon heute? Ja, sie heißt Mrs. Randolph. Das ist dummerweise eine Femme fatale. Also sie sieht ja gut aus und macht irgendwie ganz komische Dinge. Wird sie genau. denn etwa hier bei uns wohnen? Für eine Weile, bis es euch wieder besser geht. Jody wird das sicher nicht gefallen. Naja, sie könnte wirklich eine Hilfe für uns sein. Mal sehen. Vielleicht kann ich dann wieder arbeiten gehen. Du willst uns hier mit ihr allein lassen? Lass es uns einfach versuchen, okay? Nur mal sehen, wie es läuft. Allison? Okay? Okay. Gut. So, da kommen sie jetzt bald an von dem Dr. Turner empfohlen, dem behandelten Psychotherapeuten. Und die zieht halt dort ein und soll, also für sie im Glauben, also die Frau denkt halt, das ist für Jody, aber in Wahrheit ist das ihre Tochter. Soll die Frau halt behandeln, genau.
dieser Mann verlangt $50 für die Fahrt vom Flughafen bis hierher. Lady, das waren 25 Meilen. $2 die Meile. Mrs. Randolph? Ja, ist der Preis zu hoch? Ich werde das regeln. Die Ladies sind ganz schön harter Brocken. Geben Sie ihm bloß kein Trinkgeld, er hat es nicht verdient. Danke für Ihre Mühe. Etwas schnippisch, die Gute. Ihr habt es jetzt denkt, wir gucken Film an, aber es ist tatsächlich ein Spiel. Wartet ab, das ist immer noch das Intro. Michael Overton. Stimmt was nicht, Mr. Overton? Ich hatte nicht jemanden wie Sie erwartet. Was hatten Sie denn erwartet? Naja, Sie sind noch sehr jung. Ich bin durchaus qualifiziert für den Job. Dr. Turner sagte, Ihre Referenzen seien exzellent. Aber Sie sehen das nicht so. Ich hatte nur jemanden erwartet mit etwas mehr Erfahrung. Ich habe 6 Jahre lang geistig Behinderte betreut. Außerdem bin ich Psychotherapeutin. Es tut mir leid. Sie sehen für mich einfach nicht wie eine Mrs. Randolph aus. Ich hatte irgendwie mit einer älteren Person gerechnet. Vielleicht eine Witwe, die kurz vor der Pensionierung steht. Ja. Wenn ich Ihrer Meinung nach ungeeignet bin, gehe ich sofort wieder. Nein, ich dachte... Andererseits meine ich, wenn ich nicht so ganz dem Bild Ihrer Mrs. Randolph entspreche, nennen Sie mich doch einfach Catherine und wir können sofort anfangen. Hm. Okay, Catherine. Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Danke sehr. Einfach die Treppe rauf. Die Videoqualität von damals natürlich nicht so prickelnd, aber damals habe ich gedacht, boah, geil, was für eine Qualität und so weiter. Und dann nochmal rechts. Dass man den Film auch beeinflussen kann und so. Das ist schon cool. Jetzt sehen wir schon das Haus, da kann man später in den Gebäuden, in den Zimmern rumlaufen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Aber sicher. Wir haben das Haus letztes Jahr renovieren lassen. Meine Eltern haben hier gelebt. Ich habe es geerbt, nachdem mein Vater gestorben war. Und wann war das? Ist schon ein paar Jahre her. Ich verstehe. Ich freue mich darauf, Ihre Frau kennenzulernen. Sie denkt natürlich, dass Sie nur für unsere Tochter hier sind. Jody. Ja. Im Autounfall gestorben. Jody. Sie sind im Bilde? Natürlich. Ich würde mich zuerst gern umziehen. Tragen Sie einen Schwesternkittel oder sowas in der Art? Normalerweise nicht, aber hier scheint es angebracht zu sein. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich würde gern anfangen. Wir sind unten im Wohnzimmer, falls etwas ist. Jo, das war das Intro. Jetzt kommt Dr. Turner, niemand geringer als schon hört, ein toller Schauspieler. Ich frage mich, warum Catherines Erscheinung Michael so sehr überrascht hat. Ich hatte nicht jemanden wie Sie erwartet, hat er gesagt, aber er meinte wohl, dass eine Frau, die man mit Mrs. anredet, im Allgemeinen schon etwas älter ist. Ja. Was wirft das für ein Licht auf Michael? Vielleicht hat es nichts zu sagen. Da sind noch ein paar andere Punkte, die mir nicht ganz klar sind und bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie sich die Zeit nehmen und mir Ihre Meinung sagen über eine Reihe von Dingen, die wir gesehen haben. Nur ein paar einfache Fragen. Ja, es geht immer so einfache Fragen und in Wahrheit kriegst du dann offenbarst du dermaßen deine Psyche. Ist Michael ein verantwortungsbewusster Mensch? Genau. Und so ist das halt dann. Man beantwortet Fragen, gefühlt, als kann später seine Akte anschauen, also was es über sich einen selber sagt. Man kann später im Haus noch rumlaufen, weitere Dinge benutzen. Je nachdem, wie man diese Fragen beantwortet, was mit einem macht, verändert sich eben der Film. Ist Allison eine gute und Mutter? Auch das Gutachten eben. Was empfinden Sie am stärksten gegenüber Michael? Hm.
Welche Atmosphäre strahlt dieses Haus auf Sie aus? Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Freundlicher. Welcher der folgenden Begriffe beschreibt Catherine am besten? Geheimnisvoll. Wie wichtig ist auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das höchste, guter Sex für den Erfolg einer Ehe? Ihr merkt schon, worauf es hinausläuft. Also die Wie viel Vertrauen haben Sie zur Psychiatrie? Ich kann meine Meinung über eine wichtige Frage ändern. Ich könnte gefährliche Dinge tun, wenn ich in der Stimmung dazu bin. Wie fühlte sich Catherine, als Michael dem Taxifahrer Trinkgeld gab? Man schlüpft praktisch selber in die Rolle des Psychotherapeuten und aber gibt ganz viel von seiner eigenen Psyche eigentlich preis. Das ist ganz schön clever. Das hat mich damals fasziniert. Also wie gesagt, wenn ihr auch solche Spiele kennt, die so ein bisschen in die Psyche gehen oder in die Erotik, wo man ein bisschen auch was über sich erfährt. Was empfinden Sie am stärksten gegenüber Catherine? Und was so erotische Thrill-Momente hat. Schreibt es gerne im Kommentarfeld. Können alte Spiele sein, können neue Spiele sein. Völlig wurscht. Ich bin dann von solchen... Wären Sie gerne eine Fliege an Catherines Wand? Von solchen Spielen gerne. Nein, der Regentropfen, der Wasserdorf auf der Haut. Intimitäten. Stimmt ein bisschen, auch schön süß. Genau, dann kann man hier halt im Haus rumlaufen und ja, es ist ganz, ganz cool, ne? Und dort eben auch Gegenstände bedienen. Ich denke, ich habe Übel bekommen. Schreibt mir gerne, wenn ihr das Spiel kennt, was ihr davon habt, wenn nicht, was ihr davon haltet. Und ja, ob es auch hattet und was ihr noch so für Erotik-Thrill-Spiele kennt, würde mich echt interessieren. Vielen Dank, ciao, ciao, see you, bis zum nächsten Mal, ahoi, and I love you all.